eine Apfelkuchen. Für 2,50 €. Also ich brauche es ungefähr, wenn ich jetzt einen guten Tag habe und ich richtig motiviert bin, so ungefähr 8 Minuten bis zur Arbeit. Wenn ich nicht ganz so viel Lust habe, beziehungsweise ein bisschen früh noch ist am Tag, dann brauche ich doch schon eine Viertelstunde. Dann kann man gleich von einer schönen Position aus Rom noch sehen. Einfach nur zur Rechten wenden. Und dann hat man halt immer noch ein schönes Bild an seiner Arbeit. Das erste Jahr war schon eine Umstellung halt, vor allem vom Dorfleben aus einer Stadt. Das war schon noch, hat man auch ein bisschen an der Arbeitsklimatik angewärmt hat, dass es schon ein bisschen was anderes war, als die Ausführung, die ich vorher hatte. Aber jetzt geht es eigentlich schon so weit, ich komme ja nicht gut klar. Ich sag mir immer so, du hast eine Arbeit, sei froh darüber, dass du eine Arbeit hast. Ich bin zufrieden, ich hatte schon Ausbildungen gehabt, die schlimmer waren. Und dadurch bin ich eigentlich immer noch zufrieden. Und sowas hatte ich mir immer vor Augen und sagte dann immer so, es könnte schlimmer sein. Der Bezug zu meiner Familie ist eigentlich abgeschwächt, seitdem ich hier in Berlin bin. Ab und zu rufe ich halt Gott nochmal an, am Wochenende, beziehungsweise sie rufen mich an. Oder halt mein Vater kommt dann halt wirklich mal in der Woche halt lang und erzählt mir mal noch ein paar Sachen. Meistens ist er wirklich kurz angebunden, dass er übernachtet, ist eigentlich eher selten der Fall. Meistens hat er wirklich bloß die Zeit, Sachen lang zu bringen, die gewaschen werden, die gewaschen wurden. Und dann nimmt er halt neue Sachen mit, die gewaschen werden müssen, weil meine Mutter will nicht, dass ich hier eine eigene Waschmaschine habe. Was willst du denn holen? Ich will Cordon Bleu haben. Cordon Bleu, ich will Schnitzel machen. Cordon Bleu. Schnitzel haben wir letztes Mal. Cordon Bleu. Na, guten Tag, Josch. Na, alles schön? Ja, geht. Oh, ist das kalt draußen. Kennengelernt haben wir uns, als ich auch von der Grundschule in die normale Schule gekommen bin, also in die Gesamtschule dann. Obwohl, also ich habe das Gefühl, damals sah die besser aus, die Runde. Heute sieht das alles so komisch aus. Ja, über 10 Jahre her hier. Das war damals Nonplusultra in Grafik. Die Umstellung von, weiß ich, jahrelang jetzt Maustastatur auf hier Fingerspitzengefühl, Joypad, das ist schon nicht einfach. Und, kommen da so ein bisschen Kindheitserinnerungen hoch? Ja, auf jeden Fall. Damals noch gar nicht WoW gezockt haben, nur so eine Spiele hier. Ja. Ich war auf den Nachmittag getroffen und den ganzen Nachmittag Wipeout gezockt. Oh, die Konsolenzeit, ja. Also war eigentlich immer so, dass wir mehr spielen wollten, als unsere Eltern das gerne gesehen hätten. Eher sollten wir ja doch mehr an Schule denken und so weiter. Aber wir haben dann trotzdem ziemlich viel gespielt. Also uns auch meistens nachmittags, entweder ist er zu mir gekommen oder ich bin mit zu ihm gefahren nach der Schule gleich. Und dann haben wir da eben alles Mögliche gespielt. Was hat sich am Spielverhalten geändert von der Konsole zum Online-Gaming? Ja, WoW hat das schon in die Richtung verändert, dass es nicht mehr nötig ist, irgendwie zu jemandem hinzufahren. Und, genau, wenn man sich im Spiel selbst von zu Hause einloggen und zeigen kann, was los ist. Man merkt es ja auch im Teamspeak, dass dann immer mal wieder ab und zu einer sagt, der macht jetzt mal schnell sich was zu essen und dann ist er mal für eine halbe Stunde weg oder so. Und dann ist das hier hingegen, würde man dann zusammen aufhören und dann zusammen irgendwas machen und dann erst auch zusammen wieder weiterspielen. Hallo. Na, komm rein. Hast du alles bekommen? Klamotten etc. habe ich alle schon bei mir drin in meinem Zimmer. Dann packe ich dir alles aus und dann die Dreckklamotten kriegst du mit. Gut. Ich fange schon mal an, die Klamotten alle so weit reinzutieren in den Schrank. Jo. Damit wir das mal verlieren. Dann machst du dann noch ein Sorgen. Ja. Bis eben so, Mann. Als Vater macht man sich Sorgen. Alles über den Platten. Jetzt ist ja auch aus dem ganzen Freundeskreis alles rausgelassen worden für den Arzt. Und hat er sich jetzt hier ein bisschen etabliert, denke mal. Ich habe nur noch ein bisschen Nudeln, aber ich noch was machen wollte. Das ist alles hier oben. Ich weiß nicht, wie schön Bio heute. Tobi, freust du dich, wenn du ein bisschen Hilfe im Haushalt kriegst? Auf jeden Fall. Ich meine mal, es gab mal zu der Zeit, als ich mal keine Spielmaschine hatte. Und da musst du dir vorstellen, jetzt wo die ganzen Sachen liegen zum Kochen, das war alles voll gemacht mit Abwasch. Sehr schön. Ja. Thank you.
So, wunderbar. Ja, ich sehe Menschen.